Ja, ist gut jetzt. Da ginge es lang. Aber wir gehen erstmal in eine ganz andere Richtung. Oh, die duschen. Na, ganz toll. Echt jetzt? Was hier doch duschen geht? Nein, kann man natürlich nicht. Ja, und ich habe es im Callisto-Protokoll schon angesprochen, dass es passiert, wenn man, ja, wenn man die Seife dann doch aufheben möchte. Das ist genau das, was dann passiert. Aber der gönnt sich ja hier, ne? Der liegt hier relativ breitbeinig da. Weiß man nicht, was das da unten sein soll. Ich hinterfrage es auch besser nicht. Es sind so Räume, da bin ich immer so ein bisschen nervös, wenn es hier um irgendwelche Infektor geht, die hier jederzeit rein könnten. Advanced Engineering. Oh, da habe ich gerade davon geredet. Und jetzt haben sie hier ein Engineering eingepackt. Das heißt, ich könnte jetzt in den Store zurückgehen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das ohne Gegenwehr passiert. Ihr wisst ja was? Ich bin mir da nicht so sicher, ob das hier eine gute Idee ist, dass ihr da alle so rumliegt. Ich weiß, das ist ziemlich eklig, aber ich glaube notwendig. So, du gehst mal kurz hier hin. Ich meine, dass Isaac danach so einen kleinen Knall hat, nach dieser Ereignis hier auf der Ishimura, ist ja wohl nachvollziehbar. Was hast du so gemacht? Naja, ich habe auf irgendwelche komischen Monster geschossen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das war nicht das Schlimmste, sondern ich habe einfach mal auf Leichen rumgetrampelt. Und habe die einfach zu Brei zerstampft. Ah, okay, cool. Das ist ja auch nicht schlecht. Blood of Medusa. Jasmine Duffy. Alfonso Padovesi. What lurks at Pegasus? Das ist eine gute Frage. So. Ihr seid auch noch da. Ich genieße das auch so ein bisschen, dass man die Kinetik ganz oft benutzen kann, so oft man will. Weil es ist ja bei Callisto immer ein bisschen schwierig gewesen. Da hatte man ja den Grip und der Grip hatte da nicht so viel Power. Und war dann irgendwann auch aufgebraucht. Das ist ja jetzt hier die Stase eigentlich mehr oder weniger in dem Spiel. Zero G Basketball gibt es hier auch, oder wie? Auch nicht schlecht. So, ich würde dann gerne einfach nur hier durch, ohne zu kämpfen. Wäre das möglich oder wie sieht es da aus? Oh, die Schränke sind alle zu. Ich muss da hoch. So, da ist auf jeden Fall die Energiezelle. Oh, Moment. Ja, also hier mit mehreren auf einmal muss ich das jetzt nicht haben. Ah, dann lauf mal ein bisschen schneller. So. Meine Regeln.
Na komm. Gibt's denn sowas? Textlog. Use the Kinesis module to grab the ball and shoot it into the rings before the timer runs out. Beating each level yields a reward that can be claimed from the lockers. When the center of the ring lights up, target that ring for a score multiplier. Play ball. Okay, also ist eigentlich mehr oder weniger die gleichen Regeln wie damals. So. Die sollten eigentlich jetzt nicht mitspielen, deswegen haben wir die mal beseitigt. Den sacken wir auch mal ganz kurz ein hier. Ich würde mal sagen, den hau ich dann auch gleich mal hier rein, um den Fahrstuhl zu aktivieren. Common Area. Sag mal, kam ich jetzt nicht von hier? Haben wir hier einmal durchgelaufen oder wie? Common Areas, welcome to the Ishimura Crew Deck. Okay, ich bin so gesehen einmal im Kreis gelaufen. So, wie viel kostet jetzt eigentlich der neue Anzug? 60.000. Das ist aber ordentlich. Können wir uns mal? Ja, ja, komm. Das ist, glaube ich, jetzt der vorletzte? Oder ist es der letzte, den wir jetzt so sammeln können? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, damals gab es 6 Anzüge. Insgesamt. Plus noch den von der USM Valor. Also, weil ich das jetzt mitbekommen habe, kriegt man den, glaube ich, erst, wenn man Impossible durchspielt oder so. Ich bin aber nicht, bin nicht ganz sicher. So, wo haben wir es jetzt? Kleines Medikit. Nehmen wir uns gleich mal. Mal sagen, wir speichern auch mal. Immer wieder den Ältesten. Ja, komm. Drüber speichern. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz Zero-G Basketball spielen. So. Aber ich glaube, da macht es Sinn, wenn ich das dann ein bisschen zusammenschneide, weil ich glaube, das ist jetzt so spannend auch nicht. Jetzt mehr oder weniger hier hinfliegen. Ball abfangen. Und irgendwo reinschießen. Ist da. Ich glaube, das ist sogar wurscht am Anfang. Ja. Jetzt müssten wir zum Beispiel in den blauen Ring rein. Für den Multiplier. Das ist, glaube ich, jetzt wurscht. Da leuchtet gerade nichts. Jetzt müssen wir bei Rot rein. Und jetzt geht das da auch noch zu. Na komm. Ja, und das machen wir jetzt die ganze Zeit, bis es dann irgendwann vorbei ist. So, ja, jetzt habe ich gerade den Erfolg bekommen, Z-Baller, aber das habe ich jetzt versehentlich nicht mehr mit aufgenommen. Ich habe jetzt die 220-Punkte-Marke geknackt. Und wenn man die geknackt hat, dann kann man hier zurückgehen und die ganzen Schränke kann man dann aufmachen. Hier haben wir zum Beispiel Contact Energy. Na? Credits gibt es hier noch zu holen. Es gibt dann noch einen Ruby Semiconductor und wahrscheinlich einen Powerknoten ganz zum Schluss. Also es geht von rechts nach links und der linke Schrank ist der, der als letztes dann geöffnet werden kann.
Wir gehen dann mal den Fahrstuhl nach oben. Müssen wir noch die Karte kriegen hier. Ja, also den Erfolg für Seaballer habe ich leider gerade nicht mit aufgenommen. Ist aber jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Puh, der Keycard. Gut, wir haben sie gefunden. Ein paar Credits eingesammelt. Hat auch 30 Punkte gegeben, das Ganze. Das heißt, da gab es jetzt ordentlich Achievement-Punkte für. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass diese Stase, die wir gekriegt haben, dass die ganz schön heftig ist. Oh. Wow, 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 wow. Der hat mir gerade von hinten auf den Kopf gehauen. Das ist noch ein Bäume, kann das sein? Was passiert da, wenn man sich nicht umdreht? Da hat man plötzlich hinter einem jemand stehen. Ja gut, also wenn ihr dann, wie gesagt, das mit dem Basketball macht, kriegt ihr dafür 30 Punkte als Achievement. Und ihr kriegt noch ein paar... Ist dein Ernst? Also das war jetzt nicht sehr gut versteckt, sage ich mal. Ah. Ah, ja, 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 ja. Dachte ich es mir doch, gleich zwei Infektor. Das heißt, wenn die jetzt hier drin gewesen wären und ich hätte jetzt nicht vorgesorgt mit den ganzen Leichen, hätten die jetzt einen nach dem anderen infiziert. Ist das immer noch die Stase? Also dieser Prototyp, den wir da gesammelt haben, den der Mercer da zusammengeschraubt hat, der Prototyp, der kann was. So, was haben wir denn hier? Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Wir haben sogar 4 Stase-Packs. Bin ein bisschen begeistert. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns nochmal ein bisschen Plasma-Energie. Einfach so, dass wir bei 45 landen. Da ist so um die 16.000, können wir mal auf den Kopf hauen. Ja, machen wir so. Haben wir 78 neue Schuss und ja, passt. Hier war doch irgendwo... Irgendwo war doch hier eine Bench, oder? Jetzt haben wir doch einen neuen Anzug. Ja, die Ansage von der Ishimura ist auch nicht mehr ganz so up-to-date. Und auch nicht mehr ganz so frisch. Irgendwie hat die ziemliche Probleme. Was haben wir denn da? Size, Energy, Air. Also Luft ist immer so das Letzte, was ich irgendwie updaten möchte. Aber wir nehmen mal Stase auf jeden Fall. Wir nehmen Energie für die Stase. Und die Dauer der Stase. Ja. Und da fehlen ein paar Knoten, die wir noch setzen könnten. Das heißt, ach komm. Was soll der Geiz? Wir haben die Powerknoten dafür. So. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen die Stase wieder aufgewertet. Und haben jetzt noch bessere Stase als vorher schon. Die hält jetzt länger, wir können sie öfter benutzen. Was war das? What? Was ist das? Die Stase wirkt immer noch. Ordentlich. Ich gehe mal davon aus, es wird jetzt wahrscheinlich irgendwie so ein
ein Bug sein, aber tun wir mal so, als sollte das so sein. Okay. Schade, dass ich den Erfolg von dem Z-Ball nicht mit aufgenommen habe. Das ist ein bisschen schade. Naja. Gut. First Floor, Third Floor und... Ich möchte mal ganz nach oben. Ich möchte mal sehen, was da ist. Wir sollen ja nach unten. Aber ich würde gerne nach oben. Aha. Level 3. Siehste, schon haben wir eine Tür gefunden. Credits. Credits sind immer gut. Können wir uns bestimmt was Schönes von kaufen. Ja, nee. Danke. So, du kannst dich jetzt auch bitte... Die werden doch von der Stase irgendwie total auseinandergenommen, oder? Oder bilde ich mir das ein? Als würde die Haut irgendwie abschmelzen. Oder bilde ich mir das ein? Es sieht so aus, wenn ich Stase wirke, dass so richtig die Haut so weg... wegätzt. Wollen wir es probieren. Wow. Ja. Seht ihr das? Die Klamotten, die vorher anhatten, die sind regelrecht verschmolzen und da sind nur noch Gerippe mit so ein bisschen Fleisch. Oh, das ist echt, das ist heftig. Also was auch immer der Mercer da zusammengeschraubt hat. Ordentlich. Respekt. Hat er auf jeden Fall was ziemlich krasses zusammengeschustert. Dann gehen wir mal in den First Floor. Weil wir haben jetzt da den Raum aufgemacht. Oh, haben wir viel Munition. So geht's mir gut. So ist super. Wir haben auch noch genug Stasepacks. Was ist das eigentlich für ein sinnloser Zwischenraum? Cordance Extraction Corporation. Was da steht da? Don't go it alone. Take assurance. Ja, also wer auch immer sich jetzt hier... Convergence, thanks to this ingrate. Mercer, wait. Tell me. I want to understand. What is convergence? But you already know. Dead or living, we all feel the markers to purpose. Don't you want to be reunited with the people you lost? Aye. Yes. And why not me? Mr. Temple has refused. But we are so close. Everything that has happened on the Shamora is just the beginning. When you put it that way, you and your marker can go to hell. Shame. Keine gute Idee. Au. And a slow death and stasis. I think your death will come faster. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Ah. Schön wegbleiben. Kannst mal gleich dich mal sonst wohin verkrümeln, aber geh mir aus der Sonne. So, ich habe noch ein Stase-Pack. Also an Stase soll es nicht mangeln. Ja, komm, krieg mir mal nach, das ist okay. Bist schon langsam. Nehme ich.
Ach, auf die Dinger! Isaac, jetzt dreh dich um! Willst du rennen? Du rennst. Warum rennst du? Ich mag nicht, wenn du rennst. So, warte mal ganz kurz. Geht's hier weiter? Locked. Warum ist da locked? Oh, Moment. Bleib da liegen. Alter, wo muss ich denn hin? Da muss ich lang. Isaac, lauf! Oh, hier ist eine Scheibe, da kommen wir nicht weiter. Warum muss ich eigentlich so lootgeil sein? Schlimm ist das. Immer diese Lootgeilheit. Weg! Vielleicht sollte ich auch ein Bein abschießen und nicht ihm zwischen die Beine schießen. Das wäre vielleicht meine Idee. Da oben leuchtet irgendwas. Ich glaube, ich muss mir einen Weg freischießen, kann das sein? Komme ich jetzt dahin, wo ich hinkommen soll, oder... Wie, ist das der Marker? Ich habe gar nicht gecheckt, dass der da steht. Oh ja, da geht's weiter.